Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Update von Jennys Dreads. Ich hatte ja schon mal die Jenny in den Videos gezeigt vor ihrem Neuerstellungstermin. Da hatte sie ja mal so ihre Gedanken, bevor sie Dreads bekam, geschildert und wie sie sich das alles so vorstellt, wie es werden könnte. Dann gab es die Neuerstellung. Und eben, ja, wie das Ganze so entstanden ist, mit ihren Haaren, dass sie etwas feiner waren, dass jetzt mehr Volumen da ist und so weiter und so fort. Und jetzt hatte Jenny ihren ersten Pflegetermin bei mir. Ich habe gerade festgestellt, dass ich so mache, wie unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel. Das will ich jetzt gar nicht machen. Das war gerade irgendwie irgendwas. Schön, wenn man sich selber plötzlich da so sieht. So. Okay, egal. Auf jeden Fall geht es heute um den Pflegetermin, den ersten von Jenny und damit ein Update ihrer Dreads. Ich zeige euch jetzt hier direkt, nein, ich zeige euch da direkt das Foto. Vorher, nachher. Ihr seht, die Ansätze sind schon ein ganzes Stück rausgewachsen. Das war ungefähr so viel schon. Ja, so. Und da musste natürlich jetzt wieder Grund reingebracht werden. Jenny hatte auch Extensions dran, made by Dread Extensions Leipzig, nochmal an dieser Stelle, will das erwähnt sein. Die Übergänge zum Beispiel zu ihren eigenen Haaren, in dem Fall dann den Dreads, haben sich super entwickelt. Das ist alles schön sehr fest geworden und ihr eigenes Haar filzt auch sehr gut. Die Extensions waren jetzt ein bisschen trocken, weil Jenny relativ viel, sag ich mal, das Tightening Spray von Dolly Locks benutzt hat. Man sollte damit tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil auch gerade, ich hatte das ja in einem letzten Video vor ein paar Videos mal gesagt, dass die Dreads, die sehr hellblond sind und aus Echthaar sind, also die Extensions, so rum, bla bla bla, Schaparty, langsam, dass die natürlich sehr schnell schadhaft werden, wenn man da zu viel mitmacht. Also zu viel Tightening Spray, zu viel Häkeln, das können die alles nicht so ab, weil die natürlich schon so ein bisschen vorbearbeitet sind und dementsprechend ein bisschen angeschlagen wirken, also die Struktur der Haare. Genau. Ist aber alles in Ordnung gewesen bei Jenny. Ihr seht es auf den Bildern. Die Extensions sind auf jeden Fall alle noch gut dran. Sie haben sich schön verbunden mit den eigenen Dreads. Und ja, dadurch, dass das Tightening Spray jetzt halt ein bisschen zu viel zum Einsatz kam, sind die etwas trocken und spröde geworden. Aber mein Tipp an Jenny war jetzt eben, und auch der Tipp an jeden anderen, der dieses Problem auch mit seinen eigenen Dreads hat, die jetzt keine Extensions haben, besorgt euch mal das Conditioning Öl von Dolly Locks. Das ist nämlich ganz wunderbar für eure Dreads. Einmal die Woche was in die Hände und immer mal so ein paar Dreads Palm Rollen und da geht ihr dann so mit durch eure Haare. Und das Ganze gibt es wieder so ein bisschen Elastizität zurück. Da, die werden wieder so ein bisschen, ja, ich sage mal weicher. Nicht im Sinne von, dass sie so weich werden, dass sie aufgehen, sondern sie bekommen wieder eine schönere Struktur. Sie wirken dann nicht mehr so trocken oder bröselig oder sowas. Also das kann man damit auch sehr gut verhüten. Ja, mein Tipp an dieser Stelle an euch und an Jenny. Jenny hat auch noch ein kleines Video für euch gemacht, was ich euch gleich natürlich zeigen werde. Jetzt werde ich aber erst noch mal einmal eben ganz kurz drauf eingehen, was wir eigentlich bei dem Pflegetermin gemacht haben. So, also, was habe ich bei diesem Pflegetermin bei Jenny's Dreads gemacht? Ihr seht das Bild von hinten von ihr. Wir haben einfach, also als ich in der Zeit jetzt des Lockdowns hatte ich ja Extensions hergestellt und da habe ich Jenny 10 Stück für ihren Nackenbereich hergestellt. Einfach, weil sie halt im Nackenbereich relativ feines Haar hatte, auch noch ein bisschen mehr als zum Beispiel oben. Und da wurden die Ansätze dann natürlich so ein bisschen nackiger als auf der restlichen Kopffläche. Das kann man im Nacken mal haben, weil da die Haare eh immer so ein bisschen dünner und feiner sind. Das betraf jetzt so die unteren beiden Reihen. Und deswegen hatte sie sich dann 10 Single-Ended Extensions in Echthaar gewünscht. Die habe ich ihr dann auch gefertigt mit geschlossenen Spitzen, passend zu dem Rest, ich wollte dahin zeigen, passend zu dem Rest ihrer anderen Dreads. Da sind die Spitzen ja auch geschlossen. Und ich habe die jetzt dauerhaft dort befestigt.
Und sie wachsen jetzt somit eben einfach mit den Dreads mit raus. Wenn man die dann irgendwann ersetzen möchte oder nicht mehr haben möchte, kann man die rausschneiden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann kann man sie immer noch als normale Extension verwenden, weil dann natürlich die Schlaufe kaputt ist. Aber ich denke, dass ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, weil man dadurch natürlich eine Art Fülle kriegt und nicht die ganze Zeit, wenn sie jetzt dauerhaft befestigt sind, immer wieder nachschieben muss, weil ich finde immer, wenn man Extensions, Single-Ended-Extensions einfach so draufsetzt, dann rutschen die halt schnell runter. Ich habe halt immer gern darauf geachtet, dass ich die Schlaufen von den Single-Ended-Extensions relativ klein mache. Eigentlich so klein, wie es geht, damit man halt auch an den Ansätzen nicht solche dicken Knubbel hat, wenn man sie dann dran hat, sondern dass das halt einfach ein schönes Gesamtbild gibt und das nicht sofort so raussticht. Bei Jenny sieht man es insofern, dass die Extensions natürlich heller sind als ihre Haare, die nachwachsen. Das seht ihr auch auf dem Bild ganz gut. Die Ansätze sind natürlich Naturhaarfarbe und etwas dunkler. Aber auch das sah jetzt ganz cool aus. Und wenn die Haare offen sind, sieht man es sowieso nicht. Und wenn man es sieht, sieht es halt echt nicht gut aus. Also es sieht gut aus, wollte ich damit sagen. Ja, genau. Heute habe ich wieder auf jeden Fall so ein paar Quergedanken laufen scheinbar. Ja, auf jeden Fall ist dadurch, durch diese 10 Single-Ended Extensions, eine ganz tolle Fülle entstanden. Ihr seht es hier. Ich zeige euch gerade auch nochmal das Foto von der Seite von der Jenny. Da habt ihr es. Also es ist ein ganz anderes Bild als vorher. Ihr seht es ja auch im Gegensatz zu dem Vorher-Foto. Das zeige ich euch gleich auch nochmal eben im Gegensatz dazu. Es ist schon ein sehr krasser Unterschied und wenn Jenny die Haare jetzt offen trägt, hat sie da einfach diese Fülle. Man guckt nicht mehr so drauf und es ist halt alles richtig schön verdeckt, die Kopfhaut. Also das hat super gut geklappt, vor allen Dingen auch, wenn es nur 10 Stück waren. Und man muss nicht immer gleich 50, 60 Stück sich irgendwie noch an die Birne bammeln, weil A ist es natürlich auch richtig viel Gewicht und B macht es halt da Sinn, wo man meint, man hat jetzt so Stellen, die irgendwie so ein bisschen lichte wirken oder man hat vielleicht eine blöde Einteilung irgendwann mal bekommen und möchte somit mit Single-Ended Extensions gegenwirken, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, jetzt habe ich genug gesabbelt und werde euch erstmal einfach das Video von der Jenny zeigen. Also, viel Spaß dabei, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Hi, liebe Schapati. Ich wollte wieder einmal ein kurzes Dread-Update machen. Und zwar habe ich meine Dreads jetzt 160 Tage, bin nach wie vor super gut zufrieden und glücklich. Und ich war ja jetzt zum Pflegetermin bei dir. Und das hat es jetzt echt nochmal richtig rausgerissen. Und zwar habe ich ja das Glück gehabt, dass ich 10 Limited Edition Single-Ended Dreads von dir eingearbeitet bekommen habe, die du hergestellt hast. Und jetzt muss ich wirklich sagen, also so volumentechnisch bin ich jetzt super glücklich. Ich kann sie jetzt offen tragen und es sieht gut aus. Und ich bin glücklich. Zur Pflege. Ich wasche meine Haare ungefähr alle 3 bis 4 Wochen. Das reicht völlig aus, weil ich sehr trockene Kopfhaut habe. Natürlich Pony und hinten meinen Undercut, den ich jetzt wachsen lassen möchte. Den wasche ich natürlich viel, viel öfter, logisch. Und ich wasche meine Haare mit Dolly Lock Shampoo. Und das kommt ganz gut. Ich muss gestehen, dass ich immer noch so ein bisschen im Häkelwahn bin. Und das versuche ich mir jetzt abzugewöhnen. Gerade die Extensions, die Längen, die sind ein bisschen trocken und da möchte ich zusehen, dass ich die jetzt eher mit diesem Liquid Oil bearbeite von Dolly Locks, dass ich per Palm Rolling das 1 bis 2 Mal die Woche einarbeite, damit die ein bisschen elastischer und geschmeidiger wieder werden und ich länger was davon habe. Ja, gibt es noch etwas? Genau. Mittlerweile werde ich wirklich auch öfter von wildfremden Leuten angesprochen auf meine Haare, die das ganz gut finden. Und ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das finde ich doof. Ich freue mich natürlich immer über ein Kompliment. Und ja, in diesem Sinne auch dir ein großes, dickes Kompliment für deine tolle Arbeit. Und ja, an alle, die das Video sehen, alles Gute, alles Liebe und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dann. Tschüss. Ja, lieben Dank, Jenny, für dein tolles Update. Ich finde sowas immer sehr interessant und ich meine, ich sehe die Kunden natürlich in den verschiedenen Abständen, wenn sie zum Pflegetermin kommen.
Aber ich finde das auch schön, wenn man zwischendurch mal so ein Video bekommt, so hey, guck mal, die Frisur kriege ich jetzt hin mit der Haarlänge schon und, und. Also das finde ich immer ganz toll, wenn man nicht dieses Augen aus dem Sinn hat, sondern wenn man da auch irgendwie zwischendurch immer mal Kontakt hat. Ich sage ja auch immer so, hey, wenn was ist, meldet euch, schreibt mir kurz. Und ich habe ja auch nicht aus Scheiß unter meinem Abspann in jedem Video stehen, Dread-Beratung. Also, wenn ihr Fragen habt oder auch mal ein Video schicken möchtet, wo ihr dazu dann auch Antworten bekommt, immer her damit, ich freue mich da sehr drüber. Ja, ich bin ganz begeistert davon, ihr habt es ja gerade gehört, 160 Tage hat Jenny ihre Dreads jetzt und ich finde das ganz klasse, wie die sich in diesem echt kurzen Zeitraum ja eigentlich ganz super entwickelt haben. Also das muss ich wirklich sagen. Das macht mich sehr glücklich und dadurch, dass wir jetzt diese 10 Extensions da noch reingearbeitet haben, um Fülle zu bekommen, ja, hat das auf jeden Fall geklappt und ich finde, es ist ein ganz tolles Bild geworden und mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Video, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die dann natürlich auch wieder sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mal so ein kurzes Update. Ist ja für euch vielleicht auch interessant, denke ich mir immer, zu sehen, wie entwickeln sich bei anderen die Dreads. Wenn man jetzt selbst noch keine hat, dann kann man das immer so ein bisschen sich angucken. Natürlich ist es bei jeder Haarstruktur anders und jeder hat andere Haare. Aber das sind halt immer mal so Tipps und ja, so wie es sein könnte, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch das nächste Video kredenzen kann und wir uns ganz bald in diesem wiedersehen. Alles Liebe, eure Chapati. Ade!